Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich bin Lynn. Ich bin Laura. Wir haben beide ein Auslandsjahr in Amerika gemacht. Und da kommt natürlich immer wieder so die Frage mit Waffen und so, ja. Ne? Hattest du irgendwelche Experiences mit Amok, irgendwie Waffengesetze oder so? Ja, also ich hatte dreimal an meiner Schule so ein Code Red. Weil wir so potenzielle Amokläufe hatten. Echt jetzt? Also keine Übung, so dreimal echt? Ja, dreimal echte. Deshalb hatten wir auch im ganzen Jahr die Übungen, weil wir die echten immer hatten. Aber Also der erste war, glaube ich, so im Oktober direkt, also so, ja. Wo ich noch relativ neu an der Schule war. Crazy. Und ich hatte Tanzunterricht, das war meine letzte Stunde. Wir hatten gerade auch eine Vertretungslehrerin, also es war gar nicht meine Tanzlehrerin da. Und es war wirklich so, die letzten paar Minuten, also meine Schule hat immer um 14.18 Uhr geendet und um 14 Uhr, also beim Tanzen durften immer so ein paar Gruppen raus und dann war so eine Gruppe draußen und dann kam auf einmal ganz viel Polizei rein und hat zu den Mädels gesagt, ja, geht sofort in euer Klassenzimmer. Und die sind richtig panisch ins Zimmer gekommen und haben gesagt, da ist Polizei, wir wissen nicht, was los ist. Und dann so zwei Minuten später war die Durchsage, ja, Code Red. Ja, und dann schließt man sich ja in den Zimmern ein und alles, macht Licht aus und soll leise sein. Und dann saßen wir da wirklich für so 3 Stunden und wussten gar nicht, was abgeht. Da haben so viele einfach geweint und ich saß da einfach nur so, ich wusste gar nicht, wie ich mich fühlen soll. Und dann habe ich meiner Gastschwester geschrieben, weil die ist auch auf meine Schule gegangen und meinte so, ja, weißt du, was gerade hier passiert? Und dann meinte sie, ja, anscheinend so ein paar Jungs waren in der Schule, um jemanden zu schlagen. Aber weil die nicht von unserer Schule waren, wurde halt gleich dieser Code Red angemacht. Aber es gäbe anscheinend keine Waffen. Okay, sie hat mir dann später erzählt, da war eine Waffe, aber sie hat es mir nicht erzählt, damit ich nicht in Panik gerate. Ah, das ist süß, aber ja, genau. Also im Endeffekt, es ist nichts mehr passiert dann so wirklich. Wir durften dann auch gehen, aber es ist trotzdem wirklich gruselig, wenn man da so sitzt. Safe. Die geben halt auch gar keine Infos raus. Also du weißt gar nicht, was passiert gerade. Das war bei uns auch so. Wir hatten nur Übungen. Immer, aber die sagten nie, ob es Übung war oder echt. Echt? Okay. Und das waren immer so, ja, mit der Zeit, also wir hatten auch echt viele von denen, aber es waren immer nur Übungen, aber mit der Zeit waren wir auch so, ja, es ist safe nur eine Übung, aber das finde ich schon echt krass. Also am Anfang, ich war auch im Tanzunterricht bei der ersten Übung und ich hatte auch echt Schiss, weil es war so, okay, warte, weil man sitzt immer aus dem Film und da ist man echt in Situation. Man ist schon so kurz, okay, aber was ist jetzt, wenn jetzt wirklich jemand reinkommen wird? Also ich meine, das passiert ja echt häufig. Das ist echt schlimm, das ist so voll im Alltag. Ja, und Leuten ist es auch bewusst und sie wissen das, aber es ist halt einfach normal da und das finde ich schon heftig. Also, und eben, wenn du weißt, es ist keine Übung, die haben auch Polizei gesehen, Alter, ich weiß gar nicht, wie die sich da gefühlt haben. Ja, das war echt nicht schön. Und aber dann so zwei andere noch, oder? Ja, genau, die zwei anderen, die waren nicht ganz so schlimm. Also da kam schon wieder jemand so in die Schule und wollte irgendjemand anderen schlagen. Ich weiß auch nicht, warum das dort so ein Riesending ist, diese ganzen Schoolfights. Ja, echt so. Aber das ist krass, Alter. Immer. Auch so während dem Lunch oder so, guckt man plötzlich nach rechts und dann schlägt sich auf einmal welche. Und die Polizei kommt da. Habt ihr auch immer Polizisten? Ja, da sind überall Polizisten in der Schule. Oder sie ist einfach auf jeder Story auf Snapchat. Ja. Immer so Private Stories. So die alle in Files. Immer, Files waren immer voll. Ja. Und nach diesem Lockdown, als wir dann wegfahren durften wieder, da waren auch überall Kamerateams und alles. Also, ist echt crazy. Verrückt. Ja, in den Medien kommen auch sofort, ne? Ja. Das ist echt krass. Und dann hatten wir noch so eine Story, da war einer, also dort ist ja Jagen und so auch so ein Hobby, und dann hatte einer seine Waffe hinten in seinem Pickup-Truck und hat vergessen, die rauszunehmen. Okay. Und dann waren wir im Gebäude und dann hieß es auf einmal, ja, da ist anscheinend eine Waffe auf dem Schulhof und so. Okay. Und die Person hat es zwar nicht mit Absicht da drin gehabt, aber da merkt man einfach schon wieder, das ist so voll im Alltag, diese Waffen für die. Das ist echt krass. Das ist normal, dass sie da rumliegen. Du fährst zur Schule mit Waffe hinten. Ja. Aber das ist schon krass. Das ist echt verrückt. Also ich meine, das darf ja auch nicht passieren, weil jeder könnte sie nehmen. Ja. Das ist crazy, ne? Ich bin im Alltag mit dem, ich bin ja auch gerade in Texas und die haben das ja zum Teil einfach in der Hosentasche. So, und sind halt auch so die Läden angeschrieben, ja, hier keine Waffen mitnehmen, keine Waffen sind hier erlaubt, aber in vielen halt schon. Das muss halt angeschrieben werden, wenn du keine Waffe mit reinnehmen willst. Also sowas in North Carolina nicht, aber... Ja, also ich finde es halt auch echt überflüssig, wieso muss jeder eine Waffe haben? Das sind aber auch wieder das Ding, die sagen, ja, wenn jeder eine Waffe hat, muss ich auch eine Waffe haben, sonst bin ich ja unterlegen und ich kann mich ja nicht mehr verteidigen, weil hast ja echt keine Chance gegen eine Person mit Waffe, also das ist schon extrem krass. Ja. Ich habe auch gefragt, warum die unbedingt diese Waffen, also mich hat es einfach interessiert, warum die so voll dafür sind. Die meinten auch, ja, wir müssen uns ja wehren können, aber dann denke ich mir, wenn keiner eine Waffe hat, dann musst du dich auch nicht auf die Weise wehren. Genau, also. Das ist echt interessant. Wenn es ja funktionieren würde, ja, okay, aber es, obviously funktioniert es ja nicht. Ja. Die haben wirklich jeden Tag ein oder mehr Mass-Shootings, also das ist schon krass. Ja.
Also ich habe auch mal so eine Experience in der Highschool. Jetzt nicht, dass echt etwas passiert ist, aber also 10 Minuten, 15 Minuten von mir war ein Mass-Shooting in der Mall und es sind auch echt richtig viele Leute gestorben. Oh. Und auch Kinder unter denen. Und das war echt krass. Also ja. Ich war da halt auch shoppen und so und dann hörst du das und es ist so, oha, ja, ist bestimmt gruselig. Richtig krass. Und es ist gleich in der Nähe, oder? Ja. Und das ist echt so, wow. Hat man auch so Bilder gesehen, ne, die Leute gepostet haben. Halt. Ja, ja. Also das ist krass. Ich weiß nicht, wie so ein Mensch das machen kann. Ja. Und hat auch rumgeschossen und richtig viel gestorben. Ja. Und danach haben das auch viele SchülerInnen ausgenutzt. Das ist richtig krass. Die haben dann so Stories gepostet. Ja, ich komme morgen und schieße die ganze Schule ab. Und so richtig viele von den Snapchats, ja, so School Threats. Mhm. Damit einfach, die haben es nur gepostet, damit die Schule abgesagt ja. wird. Das weil sie keinen Bock auf Schule hatten. Ja. Aber die werden dann halt verhaftet und kommen in den Jugendknast. Ja. Die checken nicht, oh, okay, meine Actions werden Konsequenzen an. Du kannst nicht einfach Threat machen, dass du alle töten wirst. Also. Ja. Und die haben das gemacht, auch damit, weil sie keinen Bock auf Schule hatten. Ja. Und das war dann schon echt grusig, weil du wusstest ja nicht, wieso machen die das? Machen die das wirklich? Haben die wirklich vor? Weil wenn du dann trotzdem in die Schule gehst, bist du dumm. Es hat richtig viele Threats gehabt, bis du gehst zur Schule. Und dann war es schon so, ich und mein Gastbruder haben darüber geredet, ja, sollen wir morgen in die Schule gehen und nicht. Ja. Und, ja, sind dann zu Hause geblieben für den Tag. Das hatten wir auch mal. Und ich, meine Gastschwester sind dann auch zu Hause geblieben. Ja, das ist schon krass, wenn du so überlegen musst. Ja. Ja, gehe ich in die Schule, Risiko, du stirbst. Also das ist halt richtig krass. Ja. Oder halt ein fettes Trauma, ich meine. Ja. Auch wenn du nicht stirbst, aber da ist ein Amoklav. Also das ist ein anderes Trauma und das ist dann schon krass, weil so, das kannst du dir gar nicht vorstellen, so die Schule soll ja ein sicherer Ort sein. Ja. Und ja, also zum Glück ist ja nie etwas passiert bei uns. Kurze Unterbrechung, aber hast du Bock, bis zu 1000 Euro zu gewinnen und deinen Content rund ums Thema Auslandsjahr mit der Exchange Community zu teilen? Dann haben wir jetzt richtig coole News für dich und zwar unser neues Creator Giveaway, das sich an aktuelle und ehemalige Austauschschüler richtet und bei dem wir insgesamt 1000 Euro alle 3 Monate verlosen werden. Teilnehmen ist super, super einfach. Schick uns einfach deine Beiträge für unsere Plattform YouTube, Instagram, TikTok oder Podcast rund ums Thema Auslandsjahr. Wir werden deine Beiträge dann wieder posten und dich darauf markieren und somit nimmst du ganz einfach an der Verlosung teil. Alles weitere findest du hier oben auf dem i und jetzt viel Spaß mit dem Rest des Videos. Die Angst, hattest du Angst so allgemein im Auslandsjahr vor Waffen oder also, hast du das so richtig gemerkt, dass Leute um dich Waffen haben können? Also zuerst als ich hin bin, also ich wusste ja natürlich davon, aber ich habe mir nicht so arg Gedanken darüber gemacht, aber so nach dem ersten Lockdown dann, dachte ich schon so, okay, jetzt habe ich es mal wirklich erlebt, jetzt wurde es einem auch so mal richtig bewusst, wie präsent das dort halt die ganze Zeit eigentlich ist. Und dann hatte ich schon so, für ein paar Tage war mir schon so, manchmal so, okay, da kann gerade wirklich jemand einfach reinlaufen und mich umschießen. Ja, das ist krass. Und dann hatte ich schon ein bisschen Angst, aber das hat sich dann auch wieder eigentlich gelegt. Also man vergisst es dann halt auch wieder. Es wird dann auch so Alltag, es wird normal. Alltag, ja. Es ist normal da und ja. Alles ist halt... Du lebst da und dann wird alles Alltag. Ist immer so, ne? Ja. Und das ist schon krass, das ist auch so, ja. Hattest du Angst? Ja, eben bei so Vorfällen, da ist wirklich so, scheiße, soll ich in die Schule gehen oder nicht? So, da hast du schon Angst. Und dann auch, wir sind einen Tag nicht in die Schule gegangen und am nächsten Tag dann wieder. Mhm. Und dann bist du schon so, okay, jetzt bin ich wieder hier. Das kann es auch passieren. Das war immer so. Oder die Lunch-Hall, es sind so viele Leute am Lunchessen. Da kannst du so viele Leute aufeinander umbringen, das ist so krass, finde ich. Einfach, dass sie die Möglichkeit haben. Also die können mit 18 ins Store gehen und sich eine Waffe kaufen. Ich verstehe es nicht. Also sie können sich kein Bier kaufen, aber sie können sich eine Waffe kaufen. Finde ich krass. Ja, da hat man schon Angst, aber eben wie du gesagt hast, das vergeht dann wieder. Ja. Und hast du ja beste Events, ja, aber dann kannst du ja auch nicht immer in Angst leben natürlich. Ja, ich habe auch mit meinem Gastvater viel darüber geredet und gesagt, ja, es bringt halt einfach nichts, in Angst zu leben. Ja. Aber natürlich, man muss unbedingt etwas dran ändern. Aber ja, jetzt gerade wir als Austauschschülerinnen können halt auch nicht wirklich viel machen. Und ja, unsere Opinion juckt da auch nicht so viel. Also ja, du bist ja eh nicht von hier so. Ja. Du verstehst es nicht sozusagen. Du musst halt einfach akzeptieren, wenn du halt ein Auslandsjahr da machst. Ja, Risiko ist natürlich da, aber es soll einen nachher aufhalten, ein Auslandsjahr zu machen, weil es kann immer etwas passieren, überall im Leben. Und wenn du halt immer einfach in Angst lebst und nie Risiko eingibst, dann wird dein Leben halt auch weniger interessant, sag ich mal. Aber natürlich immer schauen, ja, ist mir das Risiko wert? Aber
auf jeden Fall nicht einfach aus dem Grund kein Auslandsjahr machen. Also es gibt halt einfach gute und schlechte Seiten im Auslandsjahr, aber ich würde sagen, die guten überwiegen es natürlich extrem. Also ja, genau. Das war es jetzt auf jeden Fall mit dem Video zum Thema Waffen und so. Es war etwas ernster jetzt, aber wir hoffen auf jeden Fall, es hat euch trotzdem gefallen. Gerne liked und subscribe und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.